Jo, was geht? Neues Video. Wir sind wieder mal am Lago di Corlo mit unseren italienischen Freunden. Fabio ist gut drauf. Wir haben heute einiges vor. Wir wollen hauptsächlich Swings aufbauen und zwar alle möglichen, die wir haben. Das heißt, es könnte sehr, sehr witzig werden. Wir werden alles unter dieser Brücke erstmal aufbauen. Wir haben außerdem noch ein selbstgebautes Trampolin dabei. Was sagst du, Sascha? Sketchy. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Und ja, es wird jetzt eine Weile dauern, bis wir alles aufgebaut haben. Deswegen sehen wir uns später. Ich zeige euch mal, was bisher passiert ist. Flo hängt an der Swing. Wir haben die schon befestigt. Wie ist die Swing, Flo? Swing ist eigentlich echt gut. Wenn ich was könnte, könnte ich mich nicht beschweren. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass wir ziemlich in die Büsche reinfliegen. Oh mein Gott. Reinhard, der hat mittlerweile die Schaukel aufgebaut. Wir haben die Ringe aufgebaut. Wir haben ein paar amerikanische Kollegen getroffen und die wollen das gleich als erstes mal probieren. Er zieht gleich David. Don't go backwards. Oh. Yes. Yes. Richtig krass, er hat das Trampolin selber gebaut. Ich glaube, man sieht es auch, dass das self-made ist. Dafür funktioniert es wirklich gut. Du machst jetzt gleich mal einen Flip, das habe ich gehört. Nein. Flo gönnt sich die Swing jetzt mal von der anderen Seite. Oh fuck, Achtung. Easy, yes. Nice. Flo, was kommt jetzt? Das gleiche wie immer. Fail. Versuch doch mal den rumzukriegen. Yes! Was kommt von dir jetzt? Ich versuch, wenn ich schön gerade rauskomme, einen Frontflip. Wir haben jetzt mittlerweile schon drei Sachen aufgebaut. Hier kommt noch das letzte Stück. Wir wollen heute mal die Tellerschaukel ausprobieren. Das wird sehr, sehr spannend. Sie ist ja nur für 150 Kilo ausgelegt. Ich ziehe jetzt noch alles fest, dass das hier ja nicht schief geht. Und auf jeden Fall nicht in der Badewanne nachmachen, oder? Sechseinhalb Stunden später. Es hat lange gedauert, aber wir haben es geschafft. Chris und ich, hauptsächlich Chris, haben die Swing aufgebaut, die letzte. Sascha und Flo schon fleißig am Swing. Also es dauert auch hier sehr lange, bis man Schwung generiert. Sieht auch sehr, sehr wackelig aus. Okay. Sah ganz gut aus, wie war's? Man muss halt gleichzeitig drücken beim Absprung, sonst bekommt man keinen Druck drauf und kommt nicht weit weg. Sieht sehr vielversprechend aus, ich werde es jetzt auch mal probieren. Hau mich auf die Schaukel, Sascha nur am Chillen. Schauen wir mal, was da geht. Oh. Deutlich unterdreht, der Double Back. Ich dachte, ich habe gut Zeit, vom Schwung her hat es sich gut angefühlt. Allerdings beim Absprung wollte ich halt ein bisschen reindrücken, das ist der Fehler. Ich glaube, du darfst dich nur rausschieben lassen. Ja. Wir werden es definitiv noch mit zwei Leuten hinten probieren. Jetzt lassen wir allerdings noch Sascha einmal probieren. Schauen wir mal, wie er sich anstellt. Ich nehme noch eine GoPro mit, ich werde pushen. Ich glaube, das sieht auch ganz cool aus. Es ist super spaßig, aber auch super anstrengend auf Dauer. Ich habe jetzt drei Leute hintereinander gepusht. Das Festhalten, das Stabilisieren, furchtbar schwer. Merk's gut in den Armen und bin gespannt, ob ich dann das nächste Mal überhaupt wieder raufkomme. Die Jungs versuchen das Ganze jetzt mal zu dritt. Zwei Leute pushen. Und wie man sieht, dauert das zu dritt schon sehr lange. Bin gespannt und wir sehen uns in zwei Stunden wieder. Nice. Yes! Der Double Full war deutlich besser als der Double Back. Diesmal nicht auf Bauch. Hab nicht versucht abzuspringen, sondern mich einfach schieben zu lassen. Hat auch, wie gesagt, besser funktioniert. Es hat auf jeden Fall Potenzial. Ich denke, durch das, dass es so lang ist, ist es ja nicht so gut. Ich möchte mich jetzt auch noch einmal von zwei Leuten pushen lassen. Heißt, ja, ich hoffe, dass da mehr geht. Ich werde jetzt versuchen, mit dem Rope Swing an die Schaukel zu kommen. Oder an die andere Schaukel. No, easy. Whoa, so strong! Oh, nice. Stark! Mit zwei Leuten hat es deutlich besser funktioniert. Ich habe wieder schön gewartet, dass ich ein bisschen höher mitkriege. Ich habe mich für den Half-Half entschieden. Das machen die da schon wieder.
Ihr seht allerdings, es ist schon relativ dunkel. Wir haben so viel Zeit dafür gebraucht, alles aufzubauen, dass wir nicht wirklich dazu gekommen sind, irgendwas zu machen. Deswegen werden wir morgen nochmal durchstarten, schauen uns an, wo was geht. Für heute, denke ich, haben wir mal genug. Wir sehen uns morgen. Wir haben den nächsten Tag. Wir haben gestern noch die Swings und alles Mögliche hochgetan. Und wie gestern schon angekündigt, werden wir heute wieder alles runter tun, alles Stück für Stück mal durchgehen und hoffentlich auch mehr Sprünge sehen als gestern. Wir starten mit der Swing. Du hast schon das Paddle in der Hand. Wofür brauchst du es? Erstens sieht es gut aus und zweitens komme ich sonst nicht hin. Du springst dann aber auch mit dem Paddle, oder? Ja, das, nee. Was sehen wir von dir? Ich habe, glaube ich, einen Frontflip gestern schon gemacht, deswegen mache ich jetzt mal einen ganz chilligen Gainer. Ich möchte mal schauen, ob ein Double heute drin wäre. Ich hätte echt Bock drauf, aber ich komme irgendwie nicht so schön raus. Ich muss schauen, dass ich schön die Beine mitnehme. Vielleicht ist er dann drin, aber wir werden es sehen. Ich glaube, der Double ist drin, Sascha. Definitiv ausbaufähig vom Gainer, aber nicht viel zu sehen. Da wird es auch ein bisschen eng mit dem Double. Du bist auch super ausgestattet mit deinem Helm. Ja. Den gibt es im Bob der Baumeister-Shop und der ist für die absolute Sicherheit. Ah, und der Helm sitzt. So soll ein Gainer aussehen? Ja, ja. Ich dachte mir unterm Schwung, ich wärme mich noch ein bisschen auf, ein bisschen den Rücken warm machen und so. Hau mich mal richtig auf den Rücken. Das war schon mal der Gainer. Zeit hattest du? Wenn ich richtig motiviert bin, mache ich ihn, obwohl ich glaube, dass ich mich vermollig. Aber... Ja, dann zieh durch. Flo, was sehen wir von dir? Ich werde ihn probieren. Ich habe noch nie einen gemacht. Außer mal im Freibad, eineinhalb aufs Gesicht. Dann wird das ja mit der Swing auf jeden Fall was werden. Sorry. Das wird absolut nichts werden. Ich gehe auch mal auf die Swing. Ich glaube, ich zeig den Jungs mal, wie man den Double macht. Und die Swing gleich aufgeräumt. Sehr schön. Fabio, ja. Du machst jetzt auch die Swing? Ja, ich mache Swing. Ich mache es on my face. Okay. Du bist nicht mal auf dein Gesicht gefallen. Ich weiß nicht, was Fabio uns sagen wollte, da hilft auch nicht mal mehr Bubble. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der Spielplatzschaukel hier in der Mitte. Die werden wir jetzt als nächstes springen. Flo, du machst gleich den ersten. Okay. Hast du schon mal sowas gemacht von der Schaukel, generell einen Flip? Schon mal, ja, aber ist schon ewig her. Ich probiere Auerbach. Also, wenn es sich gut anfühlt, dann mache ich auch zwei. Jo. Das war so dumm, Mann. Das war so dumm. Ich will nichts mehr dazu sagen. Ich würde sagen, Flo hat es gut vorgemacht. Ja. Bist du ready für die Schaukel? Ja. Vorwärts oder rückwärts raus? So wie ihr. Ich lasse mir ein bisschen Zeit, weil ich habe gehört, dass es doch sehr hoch ist. Man hat ja gesehen, dass ich bei weitem weniger geschwungen habe wie Flo. Habe mich wirklich nur fallen lassen und war schon drüber. Also kein Wunder, dass es Flo so aufs Maul gehauen hat. Aber macht Spaß auf jeden Fall. Es ist ein cooles Setup überhaupt allgemein hier. Ich werde es jetzt auch nochmal machen. Zeig mir mal den Auerbach. Auerbach. Okay, ich versuche ihn gleich zu doublen. Der Triple wäre easy drin, überlegst dir. Ja, ich werde es mir überlegen, aber ich glaube fast nicht. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Sprung von der Schaukel machen. Double back, double front. Double front. Oh Mann, Alter. Können wir spielen da? Oh, ich hab leise. Sehr, sehr scary, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen hängen geblieben mit den Armen. Das Problem ist, beim Vorwärts rausgehen muss ich die Arme ja noch am Seil vorbeibringen. Und ja, ich habe irgendwie einen Front Full oder sowas gemacht, keine Ahnung. Bin froh, dass es so ausgegangen ist und dass ich nicht hängen geblieben bin oder so. Denkst du, du versuchst es nochmal oder eher andere Richtung wieder? Nee, also ich muss sagen, das lasse ich jetzt sein, weil ich keine Lust habe, dass ich wirklich hängen bleibe. Noch bevor ich meinen Sprung gemacht habe, haben wir ja diesen italienischen Kollegen gesehen, der die Ringe probiert hat. Die funktionieren nicht so gut, das heißt, wir werden die wahrscheinlich komplett weglassen. Die werden wir uns für nächstes Mal aufheben. Jetzt widmen wir uns der Großen. Wir haben sie nochmal ein, zwei Meter höher gesetzt, das heißt, es wird noch ein bisschen mehr abgehen. Yes!
Ja, Double Back mal nicht aufs Gesicht. Hat viel besser funktioniert als gestern. Man kann leichter anschwingen. Ich glaube, das müssen wir an dem Spot von der Schweiz mal machen, weil da nur diese Stange ist. Das heißt, wir können viel höher schwingen, mehr Höhe generieren, mehr raushauen, kürzer machen. Aber auch hier schon mal ein nice Setup. Macht Spaß. Yes! Es sieht vielleicht unkontrolliert aus, aber ich habe sogar die halbe Schraube zum Schluss noch mit Absicht gemacht. Das Ding ist halt, man weiß vorher nicht, wie viel Schwung man bekommt. Diesmal habe ich den Absprung zu früh genommen. Das heißt, beim nächsten Mal versuche ich es ein bisschen später. Und ja, versuche noch eine halbe Schraube dran zu hängen. Heißt ein Miller. Schauen wir mal, ob der klappt. Ein Miller ist ein doppelter Rückwärtssalto mit drei Schrauben. Das sieht cool aus. Los geht's. Yes! Ja, nice. Da war der Miller. Hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich bin diesmal nicht ganz so weit nach hinten geflogen. Dicken Shoutout an Bob, den Baumeister, und Chris fürs Anschaukeln. Chris, thank you very much. Für den ersten Versuch, muss ich sagen, hat sehr, sehr überzeugt die Schaukel. Sehr hohes Potenzial und macht auch riesig Spaß. Jetzt, denke ich, werden wir uns nur noch ein bisschen austoben, Spaß haben, ein paar Sprünge von der Brücke machen, von der Schaukel swingen. Und ja, schauen uns das Ganze in einem kleinen Edit an. Viel Spaß. Wir haben mittlerweile schon wieder alles abgebaut. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Ich muss sagen, eines der witzigsten Setups, die wir hatten. Noch nie so abwechslungsreich gewesen. Und ja, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Schaut bei den Jungs vorbei, alle in der Beschreibung verlinkt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst über einen Daumen hoch da. Abonniert, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Haut rein. Haut rein. Haut rein.